Guten Morgen. Heute haben wir den ersten Schnee hier bei uns in Winterberg. Und deswegen wollen wir euch mal die Schneefräse von Einhill präsentieren. Kurz gesagt, Schneefräse ist akkubetrieben, 2x18 Volt. Hat eine Wurfweite von bis zu 6 Meter und kann maximal 20 cm fördern. Wollen wir das mal auspacken. Gucken wir uns das gute Stück mal an. So, die Maschine haben wir jetzt aufgebaut. Jetzt fehlen die Akkus. Bei dem Gerät handelt es sich um ein Solo-Gerät. Das bedeutet, dieses Gerät kommt komplett ohne Akkus. Betrieben wird dieses mit 2 18-Volt Akkus von Einhill oder Krafttronic. Wichtig ist, dass man beide Akkus einsetzt. Ansonsten funktioniert das Gerät nicht. Zack. So, stellen wir erstmal auf 1. Testen. Ich stelle jetzt mal auf volle Pulle. Also wirklich sehr einfach zu schieben. So, wichtig hier noch zu sagen ist, an dieser Richtung kann man den Auswurfwinkel einstellen. In dieser Richtung, in dieser Vorrichtung hier. Das heißt, man zieht sie nach oben, dann nach links oder nach rechts, wo man hin möchte. Also Schnee ist jetzt der erste Schnee bei uns und er ist ziemlich nass. Und obwohl er sehr nass ist, schafft die Maschine das echt gut. Also wirklich einfach. Ich hätte nicht gedacht. Cooles Ding. So, kommen wir mal zum Fazit. Also ich bin ganz ehrlich, das Ding heute Morgen ausgepackt hatte, hatte ich gedacht, so ein kleines Gerät, nasse Schnee, das wird nichts. Das wird ein Video, wo ich sagen kann, muss ich nochmal machen, weil das halt nicht für diesen nassen Schnee geeignet ist. Aber ich wurde echt eines Besseren belehrt. Die Maschine hat als erstes einen Brushless-Motor, bedeutet ein bürstenloser Motor, der nicht so schnell verschleißt und halt dadurch diese kompakte Bauform des Gerätes ermöglicht. Dann hat es diesen Zusatzgriff vorne. Dadurch kann man die Maschine, obwohl die auch schon ziemlich leicht ist, super gut führen. Das Gerät ist zudem selbststehend. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt mal Pause mache, es einfach stehen lassen, ohne jetzt das irgendwie in Schnee zu legen oder an die Wand zu lehnen müssen. Zudem hat das Gerät einen Sicherheitsschalter. Bedeutet, oben hat es einen Knopf, den ich erst eindrücken muss und dann kann ich erst den Haupthebel betätigen, damit die Maschine startet. Finde ich ganz praktisch, weil wenn man Kinder in der Nähe hat, die dann rumspielen und das andere Kind ist unten, kann da nichts passieren. Zudem hat die Maschine da oben einen Drehregler. Dort kann ich dann sozusagen die Kraft oder die Auswurfweite der Maschine einstellen. Wenn der Schnee jetzt wie jetzt hier sehr nass ist und schwer, stelle ich natürlich auf Stufe 6 und habe dann immer noch die Möglichkeit, diesen Schnee wegzubefördern. Zudem, was ich praktisch finde, ist die Akkuabdeckung. Diese ist magnetisch und schützt die Akkus gegen Schnee oder andere Feuchtigkeit. Schön finde ich auch, dass der Stapel hier durchkommt wieder. Kurz zur Maschine. Bürstenloser Motor. Bedeutet, scheiße. Hallo Dirk. Schön finde ich auch, dass die Auswurfrichtung einzustellen ist. Einfaches Ziehen des Hebels
und dann halt nach links, rechts oder nach vorne und schon hat man die richtige Wurfrichtung. Ja, also von mir, klare Kaufempfehlung. Ich würde sie mir auch zulegen. Wahrscheinlich werde ich mir die auch holen, weil ich hätte nicht gedacht, dass diese kleine Maschine wirklich so viel Power hat.